Wie war es damals so beim Umbau? Weil vielleicht kann ich mal damit anfangen. Also, das ist eine Sache, die mir. Ihr müsst euch vorstellen, wir hatten ja keine Kohle. Da wurden keine Handwerker gerufen. Das heißt, wir haben den kompletten, viel Umbau war es noch nicht, da war ja Wände streichen, im Boden was machen und so weiter. Und ich weiß noch, so handwerklich begabt waren wir eigentlich schon immer, weil wir das haben wir von unserem Vater gelernt. Aber was eine Bodenheizung ist, ich glaube, damals wussten wir es noch Das war nicht. keine Bodenheizung. Was war das Das denn? war ein Heizungsrohr, was durch den Boden lief. Okay, Keine Bodenheizung. gut. Also es gab auch keine großartigen Pläne von dem Objekt. Vielleicht gab es sie auch, nur wir hatten die nicht. Und ich weiß noch, Valerie wollte irgendwas in den Boden Das bohren. war in der Mittagspause. Wir hatten Mittagspause. Das Genau. war noch die berühmte Zeit. Das Studio war immer von 9 bis 12 und dann von 12 bis 15 Uhr zu. Wir hatten Mittagspause. Und in der Zeit hat man immer so handwerkliche Sachen gemacht. Ja, genau. Ne? Das heißt, wo wir schon offen hatten, aber ich bin jetzt, genau. Auf jeden Fall, okay. Und ich weiß noch, der, geh mal weg hier, dann wollte er erstmal was reinbohren. Dann bohrt er das Ding in die Ich wollte Erde. eine Wand machen, so eine halbhohe Wand, damit der Counter, wo der Trainer sitzt, dahinter kommt. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall bohrt er in die Erde auf einmal so ein fetter Wasserstrahl aus der Erde, Der war warm, der war weil warm. er die Leitung getroffen hat. Und damit das nicht so doll läuft, nimmt er den Daumen und drückt das Loch zu. Und das Wasser war, glaube ich, weiß ich nicht, gefühlt 120 Grad, weil das eine warme Leitung war, hat sich dabei den Finger verbrannt, angefangen zu schreien. Aber das ist so eine Geschichte, Die hast du gestern noch erzählt, ne? Die die wirst du nicht hab ich vergessen. gestern noch erzählt. Ja, vielleicht hast du noch ein paar Geschichten. Also wir wollten ja in der Kürze liegt die Würze. Genau. Es wird ein langer Es Podcast, wird ein vielleicht langer machen wir zwei Podcast. Teile draus. Also lange Rede, kurzer Sinn. Was war die eigentliche Geschichte von Mollberg? Das heißt, wir haben die Immobilie angemietet, haben da 2 Jahre lang ein Fitnessstudio betrieben. Das Ding hieß damals noch Impuls. Impuls Fitnessclub. Warum Impuls? Weil ich mal auf dem Seminar war. Der Seminarleiter hatte ein Fitnessstudio im Nachbarort, das hieß Impuls. Da habe ich gedacht, geiler Name, habt ihn einfach kopiert. So, haben wir uns auch die Domain gesichert, impuls-mollbergen.de, weiß ja noch wie heute. Hattet ihr damals schon eine Internetseite, oder? Ja, klar, Ja, ja. natürlich. Internet, Flyer gedruckt, die erste Flyer-Verteilung, weiß ja noch wie heute. Ja, stimmt, genau. 800, nee, 3000 Euro hat, glaube ich, der Druck gekostet. Dann kamen die Flyer an, wir haben sofort auf die Kacke gehauen und haben so Dinger zum Falten. Weißt du, so. Ja, genau, das. Die kamen aber ungefaltet an. Die musst du ja verteilen per Post, aber das waren damals, ich glaube, 30.000 Flyer haben wir bestellt. Wir wollten ganz Kloppenburg, ganz Mollbergen zuplakatieren. Dann musst du sie aber falten. So, jetzt falte mal eben 30.000 Stück. Das waren noch so Riesenkisten. Dann haben wir irgendwie eine Druckerei gefunden, die gibt es auch Nee, nicht mehr. Doch, nee. das war eine Druckerei. Also Wir die haben Flyer. ein paar haben wir selber gefaltet, aber ich habe die noch im Auto, im Kofferraum in die Druckerei gefahren. Die hatten so eine Falzmaschine. Die haben die dann irgendwie für, ich glaube, 50 Euro damals alle gefaltet und dann haben wir die alle zur Post gebracht, Also ich verteilt. weiß nicht, ob das bei der Flyerwelle war oder bei einer anderen. Also ich weiß noch, meine Eltern haben ein Doppelhaus, neben uns wohnen ja unser Onkel und wir haben zwei Cousinen, die sind ungefähr in meinem Alter und ich weiß noch, da war so eine Woche oder 2 Wochen lang lagen so Stapel bei uns im Wohnzimmer. Also grüne Flyer, weiß ich noch. Ja, Die ja, mussten dann per Hand ja. gefaltet werden, also nicht nur einmal umknicken, sondern wirklich wie so ein Brief gefaltet Das werden. waren Und andere. Das war schon ah, andere. okay, das waren schon andere. Und dann weiß ich noch, sind wir zu dritt oder zu viert mit Rollschuhen durch ganz Mollbergen und durch ganz Kloppenburg gefahren. Und damals hattet ihr noch den Matthias, das war ein Jahrespraktikant bei euch. Ja, Der hatte genau. damals schon Autoführerschein und der hat uns dann durch die Gegend gebracht, immer an einzelne Stationen rausgelassen. Und wir sind dann mit Rollschuh oder mit Inlinern durch die Gegend gefahren, haben die Flyer verteilt. Aber das weiß ich noch, grüne Flyer. Und die mussten dann saßen wir bestimmt einen ganzen Tag oder 2 Wochen lang jeweils den ganzen Tag und haben die Flyer gefaltet. Ich weiß noch, wir wurden ja auf jeder Instanz abgezockt. Das heißt, bei den Flyer, bei der Verteilung, wir haben ja nicht gehandelt, gar nichts. Ach so, kostet so viel, alles klar, machen Doch, wir. doch. Ich habe schon gehandelt. Danach schon, bei der Ja. zweiten, dritten, glaube ich. So, aber ich weiß noch, die Fensterbeklebung damals. 7.000 Euro haben die mir abgeknüpft. Und ich musste noch selber mit anpacken. Genau, aber wenn du jetzt vergleichst das mit den heutigen Preisen, obwohl damals ja eigentlich die Preise günstiger waren, aber das heißt, die haben gesehen, da kommen zwei, die unternehmerisch grün in den Ohren sind, dann haben viele Programm. zugelangt. Das Gute ist aber, es kommt alles zurück, diese Firmen, die es gemacht haben, die gibt es heute nicht mehr. Ne? Aber so war das halt die Anfangszeit. Mitarbeiter konnten wir uns nicht leisten. Und wir hatten Kurse, wir hatten eine Sauna, wir hatten eine Kinderbetreuung. Und damals war es nur so, dass Tickenverkauf. der Thekenverkauf gehabt, also Eiweiß mixen, Kaffee und den ganzen Kram. Und das haben wir alles zu zweit erstmal gemacht. Thomas war ja in der Schule.
bis wir dann halt den Matthias, den ersten Praktikant, hatten. Irgendwann mal konnten wir uns dann eine Nanny leisten, die dann halt so auf, weiß nicht, damals 500, nee, 460 Mark oder so, oder nee, Euro war es damals schon, ja, die Betreuung übernommen hat. Die Herausforderung war damals nur, wenn sich dann vier Kinder angemeldet haben, die dann halt morgen kommen, dass die Betreuung dabei ist, und wenn die sich kurzfristig krank gemeldet hat, so, und eine von uns musste die Theke machen und Kurs geben, und da gibt es noch Bilder von dir, glaube ich. Du musstest einen Kurs geben, die Nanny hat abgesagt, und hast du so zwei Kinder auf dem Arm und stehst dann als Kurs dann mittendrin und machst den Kurs halt, ne? Also, aber das war cool, das war irgendwie so eine Familie, wir hatten nicht so viele Kunden. Also das war so, weiß ich nicht, Ja. eine coole Zeit irgendwo. Und innerhalb dieser 2 Jahre, ich glaube, wir waren fünfmal kurz vor der Pleite. Du warst jeden Tag kurz vor der Pleite. Oder jeden Tag, du warst da ein bisschen mehr. Ne? Naja, erzähl du weiter. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir können auch bis morgen früh hier Anekdoten erzählen. Ich erzähle mal die Kurzversion, warum der Tag heute so wichtig ist. Das heißt, wir haben uns 2 Jahre in dem Standort über Wasser gehalten, haben irgendwann mal gemerkt, mit dem Konzept, wir hatten Beiträge 60, 70 Euro im Monat. Wird das langfristig nicht funktionieren? Die Fitnessbranche hat sich verändert. Dann haben wir irgendwann, zum Glück haben wir keinen langen Mietvertrag, haben den gekündigt mit 3 Monate Kündigungsfrist und haben eine andere Fläche in einem Nachbarort angemietet, Kloppenburg. Fast 10-mal so groß. Und haben da unser erstes Studio als Franchise-Nehmer gegründet, hatten dann unter der Franchise-Flagge insgesamt 5 Fitnessstudios, haben quasi das Studio in Mollberg wieder abgeschlossen, dem Vermieter den Schlüssel zurückgegeben, weil die Geräte ihm gehörten. Haben dann komplett bei Null im Nachbarort angefangen, da ging es dann richtig nach oben. So aus den 5 Franchise-Studios sind heute 50 eigene Studios geworden. Und haben aber immer im Kopf gehabt und war immer der Wunsch, dass wir nach Mollberg zurückkommen. Ne? Mollberg ist auch gewachsen, hat sich verändert. Viele Kunden sind mit uns mitgekommen nach Kloppenburg und haben immer nach einer Immobilie gesucht. So, das Fitnessstudio, die Räumlichkeiten, wo wir drin waren, da waren nach uns. Also wir waren die Einzigen, die nicht pleite gegangen sind, sondern die einfach nur abgeschlossen haben. Nach uns waren, glaube ich, gefühlt nochmal 5 andere Betreiber drin, die alle pleite gegangen sind. Und die Immobilie wurde uns sogar vor 2 Monaten angeboten. Die wird demnächst abgerissen, ob wir da nicht kurzfristig reingehen wollen, weil wir in Mollbergen schon was Neues in Aussicht hatten. Einen kompletten Neubau, werde ich gleich was zu erzählen. Und das ist das, was Thomas gesagt hat, da sind wir nochmal reingegangen, haben uns das angeguckt. Ja, das ist so auch nicht jedem gegönnt, der 20 Jahre in der Vergangenheit zurückreisen kann. Da hast du erst gemerkt, wie wir uns verändert haben und wie das Studio immer noch so geblieben ist, wie es war. So, und heute ist halt ein Tag, dass wir, ich glaube, nach 6 Monaten Planung, nach 3 Jahren Verhandlungen, dann kam Corona zwischen und so weiter, endlich uns mit dem Vermieter einig sind und haben einen sehr tollen Vermieter, der auch ein Unternehmer aus Mollbergen ist, der baut für uns auf einer komplett grünen Wiese ein komplett neues Fitnessstudio, Innovation, komplett, glaube ich, autonom. Das heißt, wir brauchen da keinen externen Strom, kein Gas. Nach unseren Wünschen. Der Bauantrag ist schon eingereicht, ich glaube, so gut wie genehmigt, und heute wird der Mietvertrag unterschrieben. Und deswegen war uns halt wichtig, dass wir so ein bisschen die Geschichte erzählen, wie es in Mollbergen angefangen hat. Ich glaube, Avesta wird nachher noch ein paar Fotos und so weiter einblenden. Victor muss mal in seiner Kiste rumgraben. Ja, das ist so das, wie es bei Viva Fitness angefangen hat, ne? Und seid gespannt auf das, was in Mollbergen noch kommt. Also, weil ihr jetzt vorhin erwähnt, wir könnten uns noch stundenlang über Mollbergen unterhalten und die Geschichten rauskramen. Ich denke immer, wir machen dann vielleicht zum späteren Zeitpunkt nochmal ein cooles Video, wo wir vielleicht ein bisschen mehr auf die Thematik eingehen. Aber das ist halt so, warum es für uns sehr emotional ist, das war der Start. Das war der Start, damals noch mit wenig Vision. Die Vision kam mit der Zeit mit dazu. Deswegen seid gespannt, was noch kommen wird. Aber an der Stelle, du hast es vorhin erwähnt, es sind viele Kunden damals aus Mollbergen mit nach Kloppenburg gekommen. Es ist nicht selbstverständlich. Du fährst teilweise 20 Minuten, aber das war so eine enge Bindung, dass die gesagt haben, egal wo ihr hingeht, wir kommen mit. Und deswegen, da gibt es halt viele Kunden noch bei uns, die aktuell in Kloppenburg trainieren und die von Tag 1 dabei waren, die sich damals auf der Baustelle angemeldet haben. Und das ist für uns keine Selbstverständlichkeit. Ein großes Dankeschön an dieser Stelle. Und ja, wenn dir auch diese Folge gefallen hat, lass auch wieder mal einen Daumen da, kommentier mal, und wir würden uns über jedes Kommentar freuen. Und Thomas, du sagst jetzt das letzte Wort. Ja, also wie Victor schon gesagt hat, noch ganz kurz zum Schluss, was mich besonders stolz macht,
Im Laufe der Zeit bin ich ja ins Unternehmen gekommen und wir haben eine Gesellschaft, weil da haben wir auch ein paar Studios drin und das Studio in Mollbergen läuft über diese Gesellschaft. Das heißt, ich bin da auch mit involviert. Also macht mich persönlich stolz, damals 12 Jahre noch nichts damit zu tun gehabt und heute bin ich mit drin, mittendrin. Also, ich freue mich auf Mollbergen, ist meine Region. Das heißt, ich werde dann später den Standort auch betreuen. Freue mich alle, euch kennenzulernen und wie gesagt, kommentiert diesen Podcast, wie er euch gefallen hat und wir halten euch auf dem Laufenden. Ciao, ciao.